Herzlich willkommen. Ich habe mir heute ein bisschen Verstärkung hier geholt. Das ist unser Chef Sossi Raju Kandapiromal. Also Chef Sossi bedeutet, er macht Fleisch bei uns. Aber der Raju macht auch wirklich alles, was er bis jetzt, alles, was ich gegessen habe, war immer sehr lecker. Und heute haben wir uns gedacht, machen wir ein Hähnchencurry, richtig? Ja. Wir machen ein Hähnchencurry. Und wir haben dafür, ich zähle einfach mal auf, ne? Ja. Limetten, das musst du gleich nochmal erklären, was wir damit machen. Ja. Paprika, Chinakohl, gelbe Paprika, Zucchini, Kirschtomaten. Lorbeerblätter. Genau, Lorbeerblätter und Fenchelsamen. Fenchelsamen, ja. Okay. Dann haben wir hier mariniertes Hähnchen. Womit ist das mariniert? Ja, mit dem Öl und dem Knoblauch-Ingwer mariniert. Ah, Knoblauch. Bisschen Paprikapulver oder Chilipulver, ja. Okay. Paprika oder Chilipulver? Chilipulver, ja. Natürlich. Natürlich, ja. Natürlich. Kein Pfeffer, ja. Kein Pfeffer, okay. Also Knoblauch, Ingwer, Chili. Chili, ja. Jawohl. Ja, das ist doch mal okay. Dann haben wir hier Tomatenmark. Ja, und Currypulver. Gelbes Currypulver. Gelb, ja. Das ist nicht scharf? Nicht scharf. Sicher? Ja. Ja. Nicht scharf. Das ist nicht scharf. Ja. Okay, also, und dann haben wir hier, ich sehe schon die Zwiebeln, das sind rote Zwiebeln, die sind so ein bisschen frittiert. Ja, richtig. Okay, ja. Sind frittiert. Ja. Die kommen nachher drüber noch, oder? Oben drauf machen wir Reis zusammen. Ah, mit dem Reis? Ah, ja, ja, gut, okay. Ja. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Gemüse, Möhren und Zwiebeln, das kommt auch oben auf den Reis. Oben drauf machen, ja. Okay, gut. Ach ja, und hier haben wir noch rote Zwiebeln. Ja. Und der Raju hat sich gewünscht, ein bisschen Butter und Fett noch dazu. Ja. Sojasauce und hier haben wir Currypaste. Ja. Ich finde, die sollten wir mal probieren, oder? Ja, kann man probieren. Das ist ein bisschen scharf. Ist sie ein bisschen? Ein bisschen scharf, aber richtig gewürzt, alles schon drin. Richtig lecker. Ein bisschen scharf? Ja, ein bisschen scharf. Das nennst du ein bisschen? Bei ja? Mir, ja. Bei dir ist das ein bisschen? Bei mir ein bisschen, ja. Ich meine, bei dir ich heule gleich, ja. Ja, okay. Ein bisschen salzig, aber. Ah. Fang einfach an. Okay. Du sagst mir an, was du brauchst. Das ne? Brokkoli ist erste Fleischbraten. Das Fleisch, okay? Ja. Pfanne ist Vollgas oder? Ich muss schon Wasser trinken. Möchtest du auch was trinken? Nein. Nein. Hat er das gesagt? Man nicht. Er hat Nein gesagt. Er hat Nein gesagt. Ich schwitze am ganzen Körper und ich habe nicht viel davon gemacht. So, der ist an, ja? Ja, okay. Hähnchen? Ja. Das Brot, Hähnchenbrustfilet, ja? Hähnchenbrustfilet, ja. Es ist ja gerade ein bisschen zurückgegangen mit der Hitze. Und ich reiche jetzt gleich nur an. Also ich habe eine Messerspitze von dieser grünen Currypaste genommen. Und ich habe es ja gerade gesagt, ich schwitze. Okay? Und wenn er sagt, er hat das mit Chili mariniert. Ja, genau, wie kein Pfeffer. Okay, dann, dann wird das schon amtlich. Ja. Und lässt du das Fleisch jetzt gleich da drin? Ja. Oder nimmst du das Fleisch rausnehmen. Ah, du nimmst das raus. Nur kurz Farbe und so. Und, ja, okay, und du kommst aus Sri Lanka, ja? Ich komme aus Sri Lanka. Aus Sri Lanka, okay. Ja. Und da in Sri Lanka lässt man auch drin oder nimmt man raus? Erstmal raus. Erstmal anbraten, rausnehmen. Ah, okay, man nimmt es auch raus, okay? Ja. Und dann hinterher mag man Kimchi und so. Okay, dann lege ich dir schon mal einen Teller hin. Ja, den braucht man nicht. Ja. Bisschen Farbe, ja. Und Curry ist ja, ist das in Indien und Sri Lanka? In Sri Lanka, der gleiche, ja. Ja, okay, da ist es gleich, ja. Aber es gibt ja auch afrikanisches und ja, so weiter. Ja, das ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders? Ja. Aber das, was wir hier in Europa als Curry kennen, ist bei euch ein Eintopf, oder? Ja, und Eintopf machen. Ja, da ist das ein Eintopf. Ja? Und das, was ihr Curry nennt, das hier ist auch schon Curry. Hier. Ja, das, was wir Vegetarier oder Fleisch oder so. Immer Currypulver. Okay. Richtig und immer. Okay. Alles gewürzt schon drin, diese Pulver. Ja, aber es gibt ja verschiedene. Schon. Verschiedene, ja. Das ist jetzt englisches Curry. Ja. Ja? Und wenn das so mit Soße gemacht wird und so weiter, dann ist das eigentlich mehr ein Eintopf. Das ist ja dann nicht eigentlich das, was man. So, jetzt machen wir ein bisschen Butter. Jetzt brauchen wir Butter. Bisschen Butter. Okay.
Der Raju ist entweder der Alfons Schubeck oder der Horst Lichter, ja, aus Sri Lanka. So? Ah, sowieso. Ja, dann, dann Horst Lichter. Ja. So. Der war aber nicht Siebel an Tomatenmark brauchen wir wahrscheinlich auch gleich. Ne? Vielleicht auch. Was kommt jetzt als nächstes nach der Zwiebeln? Das? Dann kommt das? Nein, oder? Nein, nee, später. Das kommt später. Erstmal machen wir die Kimmelschauen. Und dann machen wir da alles. Und dann Tomatenmark. Okay. Ja, so. Das machen wir sieben. Ganz wenig Salz. Ja, Salz hole ich. Jetzt langsam die Musse. Du machst du das an, was du brauchst hier. Ja. Ich fäng mit der Paprika an, Zucchini. Und was machst du mit der Limette? Limette, jawohl, mit gebratenem Fleisch. Okay. Das machen wir Limette und das Mitte. Limette in die Mitte? Und, ah, nee, nee, das ist Lorbeerblatt. Ja. Und dann ein bisschen Fenchelsamen. Ah, und das kommt jetzt einfach so in die Pfanne? In die Pfanne, mit der drauf, mal. So. Und dann machen wir so ein bisschen branden lassen, ja. So anbraten, ne? Ja, nur anbraten. Chinakohl machen wir zum Schluss. Ja. Das machen wir ganz zum Schluss, den Chinakohl, okay. Okay, also das Gemüse hat jetzt wie lange ungefähr? 5 Minuten hat das gebraten, ne? Ja. Ungefähr, ja. Also jetzt 4 Minuten, ja. Also beim Wok geht ja ganz heiß, ganz schnell. Ganz schnell, ja. Aber das machst du jetzt nicht, sondern du hast ein bisschen Piano. Ein bisschen Piano. Okay, ja. Gut, dann. Das machen wir jetzt. Ein bisschen Knoblauch und Ingwer püriert. Knoblauch und Ingwer, Ingwer pürierter? Kann, ja, pürierter, ja. Ein bisschen untermischen. Bis jetzt ist noch keine grüne Curry, keine grüne Currypaste dran. Noch nicht. Jetzt machen wir Currypulver. Mhm. Machen wir 4 Tomaten. 4 Tomaten rein? Ja. Bitte. Wie ist das in Sri Lanka? Ist da viel, essen da viele Leute vegetarisch? Viele Leute essen vegetarisch, weniger Fleisch, mehr Fisch. Mehr Fisch? Ja. Okay. Und schon immer. So viel Linsen Fisch. Und ja. Sowas. Linsen, ne? Auch, Linsen. Viele Hülsenfrüchte im Allgemeinen. Ja. Ja. Weil so. Fleisch ist sehr teuer, ne, bei euch? Teuer, ja. Aber weniger essen. Aber ich muss dazu, ich sag immer bei euch, wie lange bist du jetzt, wie lange bist du bei, in Deutschland schon, Raju? 25 Jahre. 25 Jahre? Ja. Also deswegen, wo ist zu Hause? Wo ist dein Zuhause hier, oder? Ja, oder sagst du, Moment, hier ist. Oder sagst du, wenn du in Rente gehst, geht's wieder zurück nach Sri Lanka? Nein, nein, ich sehe. Dann bleibst du hier? Ich bleib hier. Ja, dann ist das dein Zuhause, würde ich sagen. Meine Familie hier. Okay. Meine 2 Kinder und so. Aber ja, ich lebe hier. Genau. Ja, okay. Wäre auch sehr traurig, wenn du ja. weggehen würdest. Nein. Jetzt machen wir ein bisschen Currypaste, ja. Bisschen? Ja, kannst du das rein. Ja, 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 das war... Ja, ein bisschen. Also sieht man das noch? Ich nehme das noch einmal ganz kurz raus. Ja, ne? So viel. Deutschland eigentlich immer viel. Bei uns, ja. Ja. Also ich finde der Stefan sollte das gleich zuerst probieren, oder? Erster ist Stefan probieren, ja. Ja, sehe ich ja. Auch so. Okay. Jetzt machen wir ein bisschen Tomate. Der Kameramann Stefan. Ja. Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein bisschen Tomatenmark, ja? Tomatenmark? Ja. Ein halber Esslöffel, okay? Ja. So. Jetzt machen wir anbraten, damit das Fleisch wieder rein. Das kommt wieder rein, okay. Wir haben jetzt hier noch Sojasauce stehen, brauchst du ja, die auch? Ja, brauchen wir gleich. Dann machen wir diese Chinakohl. Das machen wir Sojasauce, ja? Ein Löffel. Ein Löffel. Oh, das war jetzt nicht viel. Ich hätte jetzt nicht so viel, ja. Ich hätte die dreifache Menge genommen, glaube ich. Okay. So, eigentlich, ja. Yes. Limettensaft? Yes, Limettensaft. Darf ich? Ja. Ganz? Alles? Ja. So viel braucht man nicht. Die Tomaten. Die so? Ja. Okay. Ah, das ist nur für die Tomaten? Damit das besser schmeckt, okay? Ja, das ist. So, eigentlich. Hier, den Fett.
Und dann machen wir, wenn du brauchst, so Reis reinmachen. Reis mit rein? Rein, und dann Kimose und so, ja. Also Reis mit rein? Ganz rein, ja. Okay. Das war jetzt gekochter Reis? Ja. Das sieht schon lecker aus, ne? Also ich meine, das ist so... Ja. Dann ich würde mich damit jetzt auch... Kimose, ein bisschen wie anbraten. Ah, das gebratene Gemüse noch? Kimose, ja. Das auch noch dazu? Ja. Komplett? Komplett kannst du machen. Kimose immer. Und das hier sind frittierte Zwiebeln? Zwiebeln, ja. Das machen wir, ich glaube, an der probieren, ne? Ja. Was fehlt noch, eher am Sagen? Ja, nicht, das ist alles. Das ist alles? Ja. Ah! Sieht lecker aus, ne? Ja, eigentlich. Aber ich habe ein bisschen Angst auch. Nein, scharf. Wegen scharf? Ja. Also ich habe. Bei uns nicht, aber. Ja, für dich ist das nicht, ja, scharf, aber ich. Das Land immer. So, wie hier. Dich da an, bitte. Große Menge? Ja. Nee, also ich brauche gar nicht so eine große Menge. Ja, das ist okay. Also ich hätte tatsächlich irgendwie noch... ich hätte egal, was andere. Nee, anders hätte ich das nicht gemacht. Ja. Aber ich hätte jetzt gedacht, das wird trocken, aber es ist gar nicht so trocken. Es ist schön saftig, ja, soßig. Also man meint, da ist eine Soße mit dabei, ist aber gar nicht. Bei uns immer weniger Soße. Bei uns immer Joghurt reinmachen. Ah, Joghurtmatte, genau. Ja. Passine, ja. Sagen. Ja. Viele Leute Joghurt. Also ich würde mich damit jetzt ein bisschen zurückziehen. Ja, vielen Dank, Arjun. Jo, wieder. Danke, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.